Punkt für unsere 18 Jahre alte Krups. Es bedarf nach so langer Zeit mit der alten Maschine ein wenig Eingewöhnung, aber nach ein paar Tagen ist alles gut. Unseren Südtiroler Schinken haben wir sehr fein aufschneiden können. Klare Kaufempfehlung. Wenn Ritter jetzt noch so lang durchhält wie die Krups. Eltern, Schwiegereltern, Familie, Bekannte. Einfach jeder hat einen Ritter-Allesschneider und jeder schwört darauf. Von Erfahrungen mit anderen Fabrikaten kann ich nicht berichten, Vergleichserfahrungen ebenso nicht. Zum speziellen Produkt E18 Duo Plus, der Allesschneider wird mit einem gewellten und einem glatten Messer geliefert. Das glatte schneidet bei geräuchertem Schinken Z.B. auch besser als das gewellte. Ich schneide geräuchertes mit dieser Maschine immer selbst und erziele ähnliche Ergebnisse wie beim Metzger. Schinkenscheiben für Brote oder Vorspeisen können damit hauchdünn geschnitten werden. Der Schnittgutschlitten mit Längs- und Querführung funktioniert sehr gut, lediglich bei größeren Brotleibern ist er zu klein, lässt sich dann aber simpel mit einem Handgriff entfernen. Der Messerwechsel erfolgt mit einem Geldstück R und dauert ca. 20 Sekunden. Die Auffangschale im Gehäuseboden ist auch gut angebracht, Schnittgut fällt immer dort hinein. Ob die Schale Spülmaschinen geeignet ist, kann ich nicht sagen, da ich transparent klaren Kunststoff immer von Hand spüle, um etwaigem Schleier bzw. Mätterungen vorzubeugen. Klar Kaufempfehlung. Mit diesem Allesschneider ist das Brotschneiden ein Kinderspiel. Sowohl große Landbrote als auch Vollkornbrote in Kastenform werden ohne Krümelproduktion zuverlässig und exakt geschnitten. Auch Brote mit knuspriger Kruste werden akkurat in Scheiben geschnitten, ohne dass die Küche durch herumspringende Teile der Kruste verwüstet wird. Dies liegt wohl auch an der Schärfe des Messers in Verbindung mit der ideal angepassten Drehzahl. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten.